So, das waren aktuelle Informationen zur Frauenrechtssituation in Polen. Wir wenden uns jetzt so ein bisschen unserer Freiburger Arbeit zu. Im Studio ist jetzt Charlotte. Und Charlotte, du engagierst dich in der Frauenrechtsgruppe bei Amnesty, richtig? Ja, genau. Und was macht ihr da so? Also unsere Arbeit ist eigentlich auch relativ vielseitig. Wir machen zum einen so zum Beispiel die für Amnesty typische Petitionsarbeit, aber auch Infoveranstaltungen, Filmvorführungen und auch Podiumsdiskussionen. Mhm. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr echt ziemlich viele verschiedene Aktionen am Start, also zum Beispiel auch was Kleineres, so eine Spendenaktion. Das war so eine Nikolaus-Überraschung für Flüchtlingskinder hier in Freiburg. Es war jetzt eine eher kleinere Aktion. Mhm. Aber es war einfach schön, eben Flüchtlingskindern eine kleine Überraschung zu machen. Da haben wir eben für so Schoko-Nikoläuse Spenden gesammelt. Mhm. Und genau, das war eher was Spontanes. Dann hatten wir auch letztes Jahr so eine Solidaritätsaktion mit Frauen in El Salvador. Da haben wir Postkarten an inhaftierte Frauen geschrieben. Und zwar ist es einfach in El Salvador, sind einfach wirklich wahnsinnig viele Frauen inhaftiert aufgrund von verbotenen Schwangerschaftsabbrüchen. Auch wenn solche Schwangerschaften zum Beispiel durch Vergewaltigung entstanden sind. Und die Frauen dort sind einfach echt relativ hilflos, gehen dann zu irgendwelchen Kurpfuscherinnen und setzen sich da wirklich wahnsinnig hohen Risiken aus, werden aber eben auch echt regelmäßig nach Fehlgeburten inhaftiert unter dem Vorwurf, dass sie Abtreibung begangen haben und dann eben zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Ja, und bei solchen Sachen gibt es dann eben auch immer diese Postkartenaktionen und einfach, dass man zeigt, dass sie nicht vergessen sind, dass man an diese Frauen denkt, so ein Zeichen setzt. Dann, was eigentlich so ziemlich die wichtigste Aktion im letzten Jahr oder die größte Aktion für uns war, war eine Podiumsdiskussion zum Thema Frauenbild im Islam als Konfliktpotenzial, und zwar also hier in Deutschland, also auf die Situation in Deutschland bezogen. Mhm. Da hatten wir eben verschiedene Referentinnen, Islamwissenschaftlerinnen, die Frauenbeauftragte der Stadt Freiburg, ja, und zum Beispiel auch eine Polizistin. Es war einfach sehr spannend, so diese Mischung und die Diskussion, die dann entstanden ist. Dann hatten wir rund um die Weihnachtszeit haben wir dann so einen Adventskalender mit Menschenrechtszitaten. Auf Facebook, genau, das war Facebook, die Aktion. Da wollten wir einfach so auf die Menschenrechte und die Arbeit auch von Amnesty aufmerksam machen und haben gedacht, ja, so eine Social-Media-Aktion, da wollten wir einfach auch was mithelfen. Und dann haben wir noch ein Weihnachtscafé organisiert es war auch einfach auf relativ persönlicher Ebene. Wir waren nur so 6 bis 7 Leute, die von uns kamen in ein Flüchtlingswohnheim in Hochdorf, hier in der Nähe von Freiburg. Und es war dann, also war eher in kleinerer Runde, aber es war auch einfach eine schöne Erfahrung. Da wurde dann irgendwann getanzt, da wurde sich mit Händen und Füßen irgendwie verständigt und ja, es wurde sich einfach ausgetauscht. Genau. Und diese Aktion war dann zum Beispiel auch der Anlass, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne eine engere Kooperation mit den Flüchtlingsheimen in Hochdorf zum Beispiel oder auch vielleicht mit der evangelischen Stadtmission im Vauban. Da ist jetzt, ja, das ist noch nicht sicher, aber dass man da vielleicht was regelmäßig macht, dass man mit den Frauen einfach öfter Veranstaltungen, dass man da Veranstaltungen organisiert, wieder hingehen und ja, dass da einfach ein regerer Austausch vielleicht zustande kommen könnte. Da, ja, das wäre auf jeden Fall toll, wenn das jetzt in diesem Jahr klappt. Genau, und die nächste Aktion, die jetzt ansteht, ich glaube, da reden wir später nochmal drüber, das ist jetzt am 8. März, der Internationale Frauentag, also jetzt in 2 Tagen. Genau, da werden wir mit einem Stand präsent sein, mit einem Infostand. Genau. Und ja, also was ich an dieser Stelle eigentlich nur sagen kann, ist, dass wir uns einfach immer über neue Mitglieder und auch mehr Unterstützung freuen. Das heißt, ja, also wenn ihr jetzt Lust habt, einfach mal vorbeizukommen. Wir treffen uns unter dem Semester eigentlich jeden Donnerstag um 20 Uhr im Amnesty-Büro in der Basler Straße. Ja, und wir freuen uns auf jedes neues Mitglied und ganz insbesondere Männer, denn wir sind eine reine Frauengruppe, Frauenrechtsgruppe. Und ja, also es wäre schön, wenn wir noch ein bisschen männliche Unterstützung bekommen. Okay, das klingt alles schon mal total gut, was du da von euren Aktionen erzählst. Welche Aktion hat dich denn bisher am meisten geprägt, würdest du sagen?
Ja, es ist relativ schwierig zu sagen, weil ich finde einfach immer, wenn wir gerade so mit so Petitionen arbeiten, jedes Mal, wenn man da einfach über so bestimmte Geschichten was mitbekommt und einfach über die Situation von bestimmten Frauen erfährt, finde ich schon, dass das einen immer sehr beschäftigt dann und einen auch prägt. Also unter was für Bedingungen, menschenunwürdigen Bedingungen teilweise Frauen inhaftiert sind zum Beispiel, die keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben, obwohl sie sehr schwer krank sind zum Beispiel, oder auch die Situation der Frauen in El Salvador, die ich ja vorhin beschrieben habe. Also da finde ich schon, dass einen das einfach jedes Mal, das zeigt einem einfach wieder jedes Mal, wie wichtig es ist, dass man auf die Situation aufmerksam macht, und ja, dass man diese Frauen einfach nicht vergisst, und dass, ja, ich finde, das zeigt einem einfach immer, wie wichtig die Arbeit bei Amnesty ist. Ja, also würde ich so sagen. Du hast jetzt vorhin schon mal kurz vom Weltfrauentag am 8. März erzählt. Ja, genau. Kannst du da noch ein paar genaue Infos geben, dass man weiß, wo man euch finden kann und so weiter? Genau. Ja, also der Internationale Frauentag, der findet jetzt schon seit einigen Jahren in Freiburg jährlich statt. Also das 1911 war das zum ersten Mal in Deutschland. Und seitdem nutzen einfach wirklich alljährlich Frauen den Tag, um ja auf die Straßen zu gehen, in die Öffentlichkeit, um daran zu erinnern, was sie bereits erkämpft haben und was für was sie noch weiter kämpfen wollen, auch weiterhin für Gleichberechtigung von Mädchen und von Frauen. Und genau, wie auch jedes Jahr ist eben in Freiburg der 8. März wieder Auftakt zu so einer Aktionswoche. Dann die geht bis zum 18. März. Und das auch eben bietet ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm, also von Aktionen, Vorträgen über Workshops bis zu Filmvorführung. Also wenn ihr euch da noch informieren wollt, da gibt es auf der Seite der Stadt Freiburg, müsst ihr einfach Weltfrauentag 2017 eingeben. Da findet ihr das Programm, und das, also da gibt es wirklich echt, also für Frauen ist da wirklich sehr viel geboten, aber also auch für beide Geschlechter sind da interessante Veranstaltungen geboten. Und genau, also am 8. März selber ist dann eben auf dem Rathausplatz auch, gibt es Infostände von zahlreichen Freiburger Frauengruppen, und ab 17 Uhr ist dann ein feierlicher Empfang. Und bis dahin sind eben auch wir, also von der Frauenrechtsgruppe von Amnesty International, wir sind dort von 11 bis um 15 Uhr mit einem Stand auf dem Rathausplatz vertreten. Und genau, also wir wollen euch einfach auch über die Lage der Frauenrechte weltweit aufklären. Wir haben verschiedene Petitionen zu verschiedenen Ländern vorbereitet. Also kommt einfach vorbei und informiert euch. Wir haben auch verschiedene andere Infomaterialien da. Und es wird auch zum Beispiel so eine Pinnwand geben, wo die Frauen einfach auch so ein bisschen ihre eigenen, oder die, wer auch immer dahin kommt, wird dort seine eigenen Ideen und Vorstellungen vielleicht auch auf so ein kleines Post-it schreiben können. Mhm. Vielleicht auch einfach, was die Frauenrechte hier vor Ort angeht. Also, dass man einfach erzählt, ja, wo man vielleicht in Freiburg auch noch Nachholbedarf sieht oder ja, was sich da ändern muss. Ja, und dass es einfach so was Interaktives auch noch gibt. Genau, also wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden, der kommt. Kommt alle am 8. März. Ja, dann vielen Dank, Charlotte, für den Einblick.